Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, der Pride Month Juni ist gestern vorbei und endlich ist heute der Gratismut auch im Landtag Nordrhein-Westfalen angekommen. CDU und FDP sind ganz toll, bunt und divers und haben einen hübschen Antrag dazu gemacht. SPD und Grüne schieben schnell einen Antrag hinterher, der sie als noch bunter, noch vielfältiger und noch queerer ausweisen. Als vermeintlicher Adressat dieses Antrags, als Schwuler, sage ich Ihnen, Sie können sich Ihre Regenbogenfähnchen, Ihre Anträge und Ihren Gratismut behalten, um es parlamentarisch zu sagen. Und da spreche ich für ziemlich viele. Ich will mal aus einer Mail zitieren, die mich letzte Woche erreicht hat. Sehr geehrter Herr Dritschler, wir sind durch eine Rede im Internet auf Sie aufmerksam geworden. Genau wie Sie sind wir vor einigen Jahren nach Köln gezogen, weil wir uns als schwules Paar erhofft haben, dort offener leben zu können als auf dem Land. Dieser Traum, den wir uns verwirklicht haben, entwickelt sich inzwischen zum Albtraum. In unserem Veedel machen sich muslimische Jugendbanden breit. Ein Freund von uns wurde, finden Sie das lustig? Das Protokoll vermerkt Lachen bei der SPD, nicht gut. Ein Freund von uns wurde krankenhausreif geschlagen. Wir trauen uns nicht mehr, uns vor der Tür in den Arm zu nehmen oder gar zu küssen. Und schließlich schreibt er, wir sind beide eher links und hätten uns noch vor kurzem nicht vorstellen können, dass wir uns einmal an einen AfD-Politiker wenden, aber wünschen Ihrer Partei, insbesondere aber Ihnen und Alice Weidel, ganz viel Erfolg, denn Sie sind die Einzigen, die diese Themen ansprechen. Meine Damen und Herren, kümmern Sie sich doch mal darum, das wäre mutig. Nicht mutig ist es dagegen, wenn ein Fußballmillionär kurz vor Ende seiner Karriere mit der Regenbogenbinde zum Fußballspieler aufläuft, meine Damen und Herren. Mutig wäre es, wenn er das bei seinem Sponsor Qatar Airways macht, einem Staatskonzern aus einem Land, wo Schwule eingesperrt und ausgepeitscht werden. Und noch mutiger wäre es gewesen, wenn er mit der Armbinde als Jugendspieler bei seinem Heimatverein in Gelsenkirchen aufgetreten wäre, wo die Mit- und Gegenspieler auf klangvolle Namen wie Dschihad oder Mohammed hören. Aber nicht nur er hält sich offenbar für mutig, auch unser Minister für Flüchtlinge und so weiter, Herr Stamp von der FDP, war besonders mutig. Er hat vor einigen Tagen höchst selbst eine Fahne vor seinem Ministerium gehisst und diese Großtat dann auch im Internet veröffentlicht. Herr Stamp, wissen Sie, was mutig gewesen wäre, wenn Sie das vor einer der 3 Dutzend Unterbringungseinrichtungen für Flüchtlinge gemacht hätten, die Ihr Ministerium betreibt? Und vielleicht ohne Personenschutz, dann wäre es mutig gewesen. Oder bei Ihren Freunden von DITIB vor der Kölner Großmoschee. Auch dafür hätte es Mut gebraucht, aber nicht hier vor dem Ministerium. Und wo war diese ganze Queerbewegtheit, die wir gerade so spüren durften, als der schwule Thomas L. vom Islamisten Abdullah H. in Dresden abgestochen wurde, weil er eben Schwule hasste, wie das in diesen Kreisen so üblich ist? Wo waren da eigentlich Ihre Fähnchen, meine Damen und Herren? Ach ja, richtig. Das Opfer war deutsch, biodeutsch sogar, und damit eben ein Opfer zweiter Klasse, wie die Frauen, die letzte Woche einem anderen Flüchtling in Würzburg zum Opfer gefallen sind, weil ihm ihr Lebensstil nicht passte. Aber der ist halt wiederum Täter erster Klasse. Deshalb hört man auch kein Wort dazu von Ihnen und Ihren Parteifreunden, meine Damen und Herren. Stattdessen arbeiten Sie sich ausgerechnet an Viktor Orban ab, der ein angeblich homophobes Gesetz erlassen hat. Das ist ganz, ganz schlimm. Im Gegensatz zu den meisten hier habe ich das Gesetz tatsächlich gelesen und ich sage Ihnen eins, ich bin sehr froh, dass man in Ungarn die Kindererziehung den Eltern überlässt und nicht irgendwelchen durchgeknallten Gender-Ideologen. Und als Schwuler bin ich es auch leid, von Abtreibungslobbyisten um Pseudowissenschaftlern in Mithaftung genommen zu werden, die glauben, es gäbe 173 Geschlechter. Ich sage Ihnen noch etwas, ich bin Viktor Orban sogar dankbar, denn als er 2015 die Balkanroute geschlossen und damit den Zustrom von Islamisten in unser Land gebremst hat, hat er mehr für die sexuelle Vielfalt in Deutschland und Europa getan, als alle Neujahrs, alle Stamms und alle anderen gratismutigen Fähnchenraushänger zusammen. Und eine Anmerkung zu meinen Vorrednern am Schluss. Meine Partei ist die einzige in diesem Haus, die ihre Bundestagsspitzenkandidatin in einem basisdemokratischen Entscheid bestimmt hat.
Und mit einer Zweidrittelmehrheit wurde bei uns als einzige Partei eine bekennende Homosexuelle gewählt. Also meine Partei braucht von Ihnen wahrlich keine Belehrung über Toleranz. Vielen Dank.